das Gleichstromshochspannungssystem normalerweise benötigen Körper keine Bewusstheit, sondern leben in bewusstseinsenthobenem Nicht-Vorhandensein, Nicht-Präsentsein. Sie haben ihr eigenes Wissenssystem und im Schlaf, in den Reorganisationsphasen, spielt das Normalbewusstsein keine Rolle. Es ist dieser Körper, gibt dem Körper, was des Körpers ist, und gibt dem Bewusstsein, was der Bewusstsein ist. Normalerweise ist dieser Körper unbeeindruckbar, lebt sein eigenes Leben, des oder der anderen, und wird von gelegentlichen Reaktualisierungen des Verknüpfens mit dem Bewusstsein, oh, du bist ja da und ich bin ja da und er ist ja da. Ich bin der, der ich bin das, das ich bin dieser Körper da und der ist ja da. Das ist eigentlich kein erwünschter Normalzustand, denn er führt immer zu einem Wehmutsklageruf, einem verebbenden Klageruf der Wehmut. Er möge doch bleiben, wenn er sich gerade so schön und gut anfühlt. Und nicht wieder weggehen, auch wenn er immer nur im Zustand der Unsterblichkeit, des Nicht-Existierens und des damit Nicht-Weggehens und Nicht-Sterbens. Denkt, fühlt, inszeniert, sich so vorkommt. Wenn er nicht da ist, kann er auch nicht weg sein und kann also sein eigenes Leben, sein eigenständiges Leben leben, das kein Bewusstsein benötigt, um das zu tun, was es schon weiß, was es tut.